Hallo, heute geht es außerhalb der Reihe um ein steckbares Amperemeter für den Neuwerker 370. Mein Problem war, dass bei Videoaufnahmen das interne Amperemeter relativ schlecht zu sehen war und ich bis jetzt immer ein externes Amperemeter benutzt habe, welches aber sehr viel Platz wegnimmt und vor allem auch die Hälfte der Röhrensockel blockiert. Die Idee war, nun ein steckbares Amperemeter zu bauen, was bei Bedarf aufgesteckt werden kann und den Strom, den Anode Strom anzeigt. Und zwar so, dass eine gescheite Filmaufnahme auch möglich ist. Weiterhin kann das Modul theoretisch auch benutzt werden, um die Gitterströme anzuzeigen, weil es wäre in universell einsetzbar. Ich habe jetzt keinen großen Schaltplan aufgezeigt, also die Schaltungen selbst sind eigentlich selbsterklärend. Die Bauteile bekommt man beim Kistenschieber der Wahl. Das Ganze kostet summa summarum um 30 Euro, wenn überhaupt. Ich denke mal, die Hälfte sollte auf der Bastelkiste vorhanden sein. Insofern viel Spaß und schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. So, die ursprüngliche Problematik war, dass das Messgerät des Neubergers bei Videoaufnahmen zu schlecht sichtbar ist. Meine erste Lösung war, ein Ampermeter einzuschleifen, weil der Neuberger hat die Möglichkeit über die Kurzschlussstecker, dass ich externe Ampermeter einschleifen kann, zum Beispiel für die Anoden, den Anodenstrom, den Gitterstrom der vier Gitter, die Kathode und theoretisch auch die Heizung. Wobei die Heizung arbeitet mit Wechselstrom, da müsste natürlich das Ampermeter entsprechend angepasst sein. So, meine erste Lösung war natürlich das externe Ampermeter. Das nimmt aber sehr viel Platz ein. Nämlich zum einen die Kabellage und zum anderen natürlich etwa die Hälfte der Röhrensockel sind belegt. Also was wäre die Lösung? Man entfernt das Ampermeter und ersetzt dieses durch ein kleines digitales Voltmeter. Diese Module sind beim Kistenschieber der Wahl für wenige Euro erhältlich, haben einen Messbereich von 200 Millivolt, können über Vorwiderstände beliebig erweitert werden. Und der Gedanke war jetzt, den Original Kurzschlussstecker, den ich jetzt vergessen habe, zu ersetzen durch zwei Bananenbuchsen. Diese Bananenbuchse bockt das Modul auf. Hier ist nämlich noch genug Platz, ohne die Messkarten zu blockieren. Das heißt, ich habe hier meinen Kurzschlussstecker, den ich ersetze durch zwei Bananenstecker. Die können dieses besagte Messmodul halten. Das Modul wird über Batterie betrieben. Ich kann hier eine Platine hin fixieren, die über Distanzbolzen gestützt wird auf der Grundplatte. Somit habe ich mechanische Stabilität. Und könnte dann, wie gesagt, hier ungefähr auf der Höhe das Messmodul haben. Hätte dann praktisch beliebig Platz, um das Steckfeld zu bedienen. Ja, das war der erste Gedanke. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze praktisch umsetzen können. Auch wenn es einigen Personen und Gruppen nicht in die Ideologie passt, die Gedanken sind frei. Das wussten schon die Dichter. Und ich habe mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht. Wie gesagt, die Kurzschlussstecker sind hier. Denkbar wäre es, über ein Epoxid
Steg, diese zu verbinden. Epoxid ist sehr stabil, es ist einigermaßen gut bearbeitbar und wie gesagt, es ist mechanisch sehr stabil, also ich kann auch etwas mechanisch damit fixieren. Dies könnte dann aufgebockt werden über die Trägerplatine. Das ist ein normales 160 x 100 mm Raster, auch aus Epoxid, sehr stabil. Das könnte man zurechtschneiden, um diesen Bereich hier abzudecken. Am oberen Ende könnte man das Modul fixieren. Wäre dann hier ungefähr das Modul. Das Ganze könnte über Distanzbolzen dann mechanisch auch stabilisiert werden zur Grundplatte. Das heißt, eine Seite würde die Stabilisierung über die Steckkontakte erfolgen und die andere Seite wäre über die Grundplatte. Das Steckmodul würde dann normal aufliegen, könnte jederzeit entfernt werden. Und wenn man die Bananenstecker ein bisschen weiter rausführt, könnte man theoretisch auch sagen, ich kann das Modul wechselweise auch bei anderen Steckverbindungen benutzen. Zum Beispiel, um Gitterstrom zu messen, beziehungsweise den Heizstrom. Wobei der Heizstrom jetzt hier wieder problematisch ist, da dieser mit Wechselspannung agiert. Aber theoretisch wäre es machbar, wenn man halt das Amperemeter auf Wechselspannungsbetrieb, Wechselstrombetrieb umsteckt, beziehungsweise umrüstet. Das war jetzt mal die erste Idee. Ich habe jetzt Bananenstecker bestellt, die lösbar sind. Die sollten die nächsten Tage kommen. Das ist wie gesagt der Original-Bananenstecker, also Kurzschlussstecker. Ja, trauen Sie Tatütata. Ein Video ohne Tatütata. Gut, und wie gesagt, wenn die Bananenstecker da sind, schauen wir mal weiter. So, der erste Prototyp ist fertig. Sieht doch nicht schön aus. Aber es geht jetzt nur ums Modell. Das Ganze passt. Es ist Platz auf, ich kann den anderen Stecker entfernen. Problemlos und auch wieder reinstecken. An den zwei Löchern wird im Prinzip jetzt dann rücklinks die Halteplatine befestigt, die das Messmodul trägt und über zwei Bolzen zur Platte wird die zweite Seite stabilisiert. Machen wir jetzt nochmal einen Prototyp. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So sieht das Ganze jetzt aus der Neuberger Perspektive aus, also der üblichen Kameraeinstellung. Wie gesagt, diese zwei Löcher bilden dann die Verbindung zur Trägerplatine. Trägerplatine wird ungefähr so dann rücklings montiert. Natürlich abgeschnitten, ist klar. Und dann wäre, wie gesagt, ungefähr der Teil hier das Messmodul. Drauf müsste noch befestigt werden, neben dem Modul selbst, die Batterie. Das ist jetzt kein Produktplacement, aber ich habe gerade keine andere zur Hand.
Und es kommt noch ein Schalter rein, dass ich die Spannungsversorgung ein-ausschalten kann. Und wie gesagt, das ist jetzt das erste Konzept. Ich werde jetzt die Platine zurechtschneiden, das heißt nicht jetzt, es ist knapp nach 6 Uhr morgens. Ich warte noch, bis der allgemeine Betrieb hier losgeht. Dann schneide ich die Platine zurecht und mache dann die Abgrenzung zur Platte mit den zwei Distanzbolzen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, die Platine ist gesägt und schon mal provisorisch vorbereitet. Das ist die Trägerplatine. Das ist die Trägerplatine für das Display. Man sieht noch die Bohrmarkierung für das Display selbst. Ich habe jetzt nur die Löcher gebohrt für die zwei Distanzen zur Platine mit den zwei Bananensteckern. Die sind jetzt provisorisch nur befestigt, um halt Maß zu nehmen. Die erste Frage ist jetzt, wie hoch ist das Ganze? Hier, wie gesagt, ist die elektrische Verbindung der beiden Kontakte zur Anode. Dort wird ein Ohm-Widerstand eingeschaltet, der halt die Spannung abnimmt für die Strommessung. Das ist die Distanz von der Platine zur Messplatine, zur Trägerplatine. Und wie gesagt, die zwei weißen Punkte, dort kommt die Displaybefestigung hin. Und hier sollte der Ein-Ausschalter für die Batterie hinkommen. Da schauen wir mal, ob das Ganze von der Höhe her hinhaut. Ja, das passt. Ja, das ist genug Platz. Dann kann ich den Schalter nämlich so entsprechend, na, ist meine Hand im Weg. Entsprechend dann das Finger im Weg. Ist immer irgendwas im Weg. Entsprechend so anschrauben, dass nur der Hebel oben rausschaut. Ursprünglich hätte ich geplant, wenn der Schalter zu tief wäre, also die Entfernung zu tief ist, den Schalter so montieren. Aber das hat sich jetzt erledigt. Ich kann bohren und normal nach oben rausschauen lassen. Das heißt, dass auch da genug Platz ist, um die Batterie unterhalb der Platine zu montieren. Was jetzt noch an Bohrungen kommt, ist wie gesagt natürlich die Bohrung fürs Display. Die zwei Distanzen für die Platine zu stabilisieren, die muss ich jetzt noch ausmessen, wie lang die Distanzbolzen sein müssen. Und noch ein kleines Löchlein zur Durchführung der Kabel. Und natürlich noch ein Loch für den Schalter. Dann wäre der mechanische Teil dann fast schon abgeschlossen. So, die Trägerplatine ist im Großen und Ganzen fertig. Ich habe jetzt die Distanzen eingesetzt, dass diese komplett plan aufliegt. Auch einen kleinen Fehler korrigiert, und zwar das Loch links oben war etwas zu weit. Ich habe mich verschätzt. Und zwar das Problem ist, dass der Bolzen wäre auf dieser Stelle gewesen, und zwar ganz genau an der Kante, und es bestände die Gefahr, dass dieser abrutscht. Ich habe jetzt das Bohrloch um 5 mm weiter nach rechts verschoben. Jetzt ist es ungefähr hier und liegt somit stabil auf der Plan, auf der Platte auf. Wenn ich jetzt das Ganze einstecke, wie gesagt, ist jetzt stabil und belastbar.
Natürlich, die Schrauben sind noch nicht angezogen. Der Schalter ist eingebaut. Und wie gesagt, auf der Platte liegen jetzt die Distanzen auf und das Ganze ist stabil. Der nächste Schritt wird sein, wie gesagt, die Elektronik aufzubauen. Was heißt aufbauen? Also das Display auf die Platine zu löten, die Kabellage durchzuführen und zum Schluss den 1 Ohm Schandwiderstand für die Strommessung einzulöten. Der wird der Huckepack auf die, na, was war das? Die wird jetzt Huckepack zwischen den zwei Punkten angeschlossen. Und dann kann am Schluss, wie gesagt, die gesamte Platine rausgezogen werden. Und alles ist so, als ob nichts passiert wäre. Dann machen wir mal weiter jetzt mit dem elektrischen Teil. Das ist das Messmodul von unten. Ich muss Folgendes korrigieren. Zum einen muss ich den Batterieclip ablöten. Ich werde die Kabel dann direkt durchführen durch die Platinen und somit dann den Clip auf der anderen Seite wieder anlöten. Und ich muss den Dezimalpunkt setzen. Das ist die Einstellung P3. Der Dezimalpunkt ist dann zwischen der dritten und vierten Stelle, weil ich möchte ja 123,4 mA messen. Und der Eingang Vin, positiv Vin und negativ Vin, ist dann die Verbindung zum Shunt, der 1 Ohm beträgt, weil ich möchte 200 mA messen und das Messgerät hat einen Messbereich von 200 mV. Insofern ist 1 Ohm natürlich der ideale Widerstand, weil ich einen Spannungsabfall von 200 mV habe bei 200 mA Strom. Das ist das Display von vorne und das hier ist ja der besagte Dezimalpunkt, den ich jetzt setzen werde durch die Option von D3, weil ich habe ja eine dreistellige Anzeige mit einer Nachkommastelle. So, der Dezimalpunkt ist gesetzt. Jetzt testen wir das Display mal im Leerlauf, ob es funktioniert. Und diesen Test machen wir jetzt ganz praktisch. Ich schließe einfach die Batterie an. Leichter gesagt als getan ist. Ich muss ein bisschen mehr Gefühl zeigen. Und siehe da. Das Display leuchtet, zeigt jetzt natürlich Blödsinn an, weil der Widerstand ist noch unbeschaltet, das ist der Eingang, das heißt, es sind irgendwelche Zufallswerte, die er jetzt anzeigt. Wenn ich auf der Rückseite ein bisschen rumspiele, dann kann ich das ein bisschen ändern, weil ich natürlich selbst jetzt statisch geladen bin und somit, das soll man natürlich nicht machen, aber was soll's. Gut, tun wir das Ganze jetzt mal einbauen. So, endlich das erste Problem. Ich dachte schon, es passiert überhaupt nichts mehr. Der Hersteller möchte, dass ich seinen eigenen Umrahmen benutze, weil die Köpfe von den normalen M3-Schrauben sind etwa 1,5 mm zu dick. Die passen nicht rein
und somit kann ich das Display nicht richtig kontern. Und ich bin damit gezwungen, den Rahmen des Herstellers zu benutzen, der entsprechend dünn ist. Der sieht aber hässlich aus und B ist das Herstellerlogo drauf, das ich nicht abbekomme, weil der Kleber wieder mehr klebt als kleben. Das heißt, ich muss jetzt die Kunststoffumhüllung abschrauben, um dann meine Distanzen zu montieren. Ist jetzt ein Arbeitsschritt mehr, aber ja, es gibt Schlimmeres. So sieht das Ganze ohne Rahmen aus. Das ist der Kunststoffrahmen. Das ist das Modul mit der Folie. Und das ist die Displayeinheit. Bin gerade am Überlegen unter Umständen, das Display so aufzubauen, also ohne die Folie und ohne den Umrahmen. Aus ganz einfachem Grund, es könnte sein, dass dass die Folie später anfängt, unnötig zu reflektieren. Und es muss nicht sein. Würde ich sagen, riskieren wir mal das Ganze so aufzubauen, ohne den Umrahmen. Den Rahmen kann ich notfalls nachträglich eh nochmal einbauen, inklusive der Folie. So, die Distanzen sind montiert. Das Display sieht jetzt so aus. Ich habe noch Kunststoffisolatoren unter die Unterlegscheiben gemacht, weil die Platine nicht dafür gedacht war, dass sie anders montiert wird. Also sprich, es sind einige Kontakte im Weg und ich will nicht riskieren, dass es einen Kurzschluss gibt. Aber es sieht mal im Großen und Ganzen ganz gut aus. Auf der Platine selbst würde das jetzt so aussehen. Wie gesagt, die Schrauben sind noch nicht angezogen und es fehlt noch die Kabellage. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. So, die Display-Einheit ist auf der Platine montiert. Die entsprechenden Kabel sind runtergeführt. So, der Schalter und die Batterieklemme ist montiert und verlötet. Auch die Verbindungen zum Widerstand sind schon angelötet auf der Messplatine. Das ist besagter ein Ohmwiderstand. Das ist ein Metallschichtwiderstand mit 1% Toleranz und 0,6 Watt Belastbarkeit, was kein Problem ist,
weil es fließen maximal 200 Millivolt bei 200 Milliampere Strom. Das macht summa summarum, wenn ich richtig rechne, eine Belastung von 0,04 Watt. Also insofern ist der 0,6 Watt Widerstand kein Problem. So, tun wir mal alles zusammenschrauben und die Schrauben sichern. Und dann ist es Zeit für die Wahrheit, nämlich den Test, ob es funktioniert. So, jetzt ist der Live-Test. Gegeben ist eine ausgelutschte ERF 42, der Pentodenteil. Es ist eine Röhre mit niedriger Emission. Ist schon soweit alles eingestellt. Unser Ampermeter wird eingeschaltet. Und ich gebe die Anodenspannung drauf. Also schon alles eingestellt. Und unser Digitalmultimeter sagt 2,6 mA. Und das Analoginstrument sagt im 6 mA-Bereich 2,6 mA. Jetzt machen wir mal denselben Test noch mit einer Röhre, die einen hohen Strom zieht. So, Leistungsröhrentest. Gegeben ist eine EZ 150. Sollwert soll 80 mA sein. Das Messgerät ist auf 120 mA. Dann schauen wir mal, was er in der Hose hat. Das digitale Multimeter sagt 697 mA. Das analoge sagt ungefähr dasselbe. Das Problem ist der Neuberger. Der muss jetzt arbeiten. Aber wie gesagt, das Multimeter funktioniert, das Ampermeter funktioniert. Sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Strömen. Tatütata, zum richtigen Zeitpunkt. Die Ausgabe ist identisch mit dem analogen Instrument. Insofern ist das Experiment geglückt. So, zum Schluss noch ein Bonuslevel. Entschuldigung, die AM2. Diesmal aus der üblichen Neuberger Perspektive. Also ich finde, das Ampermeter ist wesentlich besser ablesbar als mit dem Multimeter zuvor. Stimmungsbeleuchtung als Abschluss. Ist wahrscheinlich noch nicht dunkel genug. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, für die Geduld. Und alles Gute bis zum nächsten Mal.